Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Das Halving ist vorbei, wir schauen uns an, wie es jetzt weitergeht. Viel Spaß beim Schauen. Die letzten Tage hat sich gefühlt alles um das Bitcoin-Halving gedreht. Wir haben es erfolgreich hinter uns gebracht. Es ist vorbei. Wir schauen uns im Kurzen nochmal die ganzen Fakten an, was wichtig ist und vor allem, was uns in Zukunft erwartet, weil das meiner Meinung nach definitiv wichtiger ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, am 20.04. um 2.09 Uhr, also mitten in der Nacht, ist das Halving passiert bei Block 840.000 und die Belohnung für die Miner sind von 6,25 BTC auf 3,125 BTC pro Block runtergestuft worden, also um genau zu sein, halbiert worden. Somit tut sich auch die tägliche Neuproduktion von Bitcoins halbieren auf ca. 450 Bitcoins und die Inflationsrate von Bitcoin sinkt somit von 1,8% auf ca. 0,85%. Soweit erstmal, so gut. Es waren sehr viele Fakten. Was hat es dir jetzt gebracht? Wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Jetzt siehst du, der Countdown ist abgelaufen. Warum auch immer steht hier das falsche Datum. Wann ist jetzt das nächste Bitcoin-Halving? Das können wir so natürlich noch nicht genau sagen. Es wird jedoch bei Block 1.050.000 stattfinden und das Ganze wird sich auf das Jahr 2028 hinaus zögern und dann werden natürlich wieder die Belohnungen halbiert, dann von 3,125 auf 1,5625 BTC. Du siehst also, es wird für die Miner immer teurer sozusagen, weil sie weniger verdienen, aber die Ausgaben im Normalfall gleich bleiben. Was ist mit dem Bitcoin passiert? Wie geht es jetzt weiter? Und da schauen wir einmal auf den Bitcoin. Wenn wir uns den letzten Monat mal anschauen, wir haben hier die All-Time-High-Zeit gesehen. Es war wirklich sehr schön und kurz vor dem Halving gab es dann hier am 13. April nochmal eine gute Korrektur und dann ging es eben hier ziemlich gut seitwärts. Wir haben kurz unter die 60.000 mal geschaut und pendeln uns jetzt aktuell irgendwo zwischen 64.000 und $65.000 ein. Das Video ist am Vorabend gegen 19 Uhr aufgenommen, dementsprechend kommt es darauf an, wann du das Video siehst, kann der Bitcoin schon wieder ganz anders aussehen. Selbstverständlich ist das Video auch weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas. Ich möchte aber nochmal kurz mit dir auf die Zukunft zu sprechen kommen. Wie schon erwähnt, dazu kannst du dir auch gerne mein letztes Video anschauen, wenn man so auf die Vergangenheit zurückblickt. Es ist klar, es wird immer weiter hochgehen, immer mehr Leute wollen den Bitcoin haben, dadurch begrenzt sich das Ganze automatisch. Du siehst jetzt auch die Inflation sinkt und so weiter und so fort. Auf lange Sicht kann ich mir vorstellen, schadet es nicht, hier regelmäßig in den Bitcoin zu investieren. Ich für mich glaube aber, dass jetzt langsam aber sicher wieder alles abklingen wird und wir uns jetzt langsam aber sicher in Richtung 50.000 bewegen werden, wo wir uns dann auch erstmal einpendeln, bevor es dann aus welchen Gründen auch immer eine neue Korrektur gibt. Und da habe ich auch im letzten Video schon gesagt, kann ich mir vorstellen, dass wir 40 oder sogar $30.000 sehen werden. Viele haben dann zu mir gesagt, nein, das ist nicht möglich, das wird nicht passieren, aber wenn du jetzt einfach mal hier auf den Chart schaust, es ist nicht perfekt dargestellt, aber wir hatten hier das All-Time-High $64.000, knapp $65.000 und sind dann hier runter korrigiert auf 17.4. Das sind also hier um die 40.000, die wir schnell runter korrigiert haben und deswegen, es ist alles möglich, es ist nichts unmöglich. Auch hier hatten wir das All-Time-High von 60.700 und haben hier dann nochmal runter korrigiert auf 30.000. Also genau die Hälfte. Und wenn wir jetzt von 70.000 auf die Hälfte runter korrigieren würden, was meiner Meinung nach durchaus möglich ist, wären wir bei ungefähr 35.000. Alles kann, nichts muss. Wie schon erwähnt, das nächste Bitcoin-Halving erwartet uns im Jahr 2028. Und bis dahin ist natürlich noch sehr viel möglich. Das sind 4 Jahre. In diesen 4 Jahren kann es sehr viel Aufwärtstrends geben. Es kann aber auch sehr viele Korrekturen geben. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einige Spezialisten und Analysten, die sagen, die sehen den Bitcoin zum nächsten Halving bei $200.000. Ist das Ganze realistisch? Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, ja, definitiv möglich, aber ich glaube sogar, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster rauslehnen zu müssen, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass wir sogar noch mehr sehen könnten, aus dem einfachen Grund, weil du jetzt siehst, wie das Ganze angefangen hat, die Popularität
Popularität steigt immer mehr Menschen sind investiert und auch interessiert, es wird immer mehr in den Medien berichtet und dadurch steigt das Interesse und dadurch kann es auch so stark ansteigen. Natürlich, es gibt auch sehr viele sehr vermögende Menschen, die auch hier rein spekulieren und rein investieren und natürlich auch Unternehmen wie zum Beispiel BlackRock und dadurch steigt das Ganze doch sehr weit hoch. Sollte das Interesse weiterhin so bleiben, die Regulationen auch und alles drum und dran ähnlich bleiben, kann ich mir hier definitiv 300, vielleicht sogar 400.000 vorstellen, weil das Ganze einfach noch 4 Jahre hin ist. Es kann aber auch sein, dass es in 4 Jahren nur noch die Hälfte wert ist oder gar nichts mehr, weil es so stark reguliert wurde oder. Dementsprechend ein kurzer Ausblick in die Zukunft und was ist die Quintessenz daraus? Im Endeffekt, wenn du denkst, der Preis ist für dich okay, dann einfach regelmäßig investieren. So hast du einen schönen Durchschnittseinkaufspreis und profitierst dann im nächsten Bullrun oder beim nächsten Halving von schönen hohen Kursen und vielleicht auch vom nächsten All-Time-High. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen, geholfen. Falls dem so ist, freue ich mich über eine Bewertung und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.